Willkommen zurück zum EM-Orakel 2016. Viertelfinale. Frankreich blau. Frankreich gegen klar, die Isen. Bro, wir sind rot. Und damit geht das Spiel los. Wir haben bei Deutschland gegen Italien fast Verlängerung, fast Elfmeterschießen gesehen. Und dann kam Mucci. Ehrlich gesagt, dass Island blau muss, aber egal. Nein, Island nicht blau. Frankreich ist ja Le Bleu. Hometown. Ist auch Frankreich Le Bleu. Ball jetzt von den Isen nach vorne gespielt. Mono steht safe im Tor bis jetzt. Nee, und Brotheradson fast mit dem Tor. Abgewehrt, jetzt kommt hier Mono, ist das glaube ich? Mono ist das nein, Motsch. Also ist Motsch der mit dem Sepp-Namen. Was denn heißen? Jetzt im Tor Seppson fährt den Ball nicht nach draußen. Broson kann den Ball auch nicht nach draußen fahren. Nochmal eine Flanke. Versucht abzuwehren. Nochmal eine Flanke. Jetzt wunderschar. Brotheradson fährt den Ball nach außen. Und jetzt gefährlich. Gut abgewehrt von Motsch. Das ist eine Chance für Frankreich. Fast Eigentor. Oh. Gut abgewehrt von Brotheradson. Jetzt hier Monö. Oh, echt jetzt? Kein Problem. Im Tor. Und direkt. Wunderbar abgewehrt. Gewirrt. Jetzt Brotheradson mit dem Fehler. Chance für Frankreich. Nein, kann den Ball nicht abwehren. Seppson fährt den Ball jetzt nach vorne. Jetzt Schusschance für Seppson. Seppson klärt lieber. Jetzt Mochi fährt jetzt den Ball nach draußen. Brotheradson schon wieder da zum Abwehren. Mogi. Wunderbar, Mogi. Jetzt. Oh, der schießt ja auf mich. Der gibt mir einen Pass. Ja, ja, das war eine leichte Umwucht im Schuss der Franzosen. Jetzt Frankreich, was war das denn? Übersteiger von Mono. Nö. Mouchi versucht jetzt dahin zu fahren. Nein, Mono kann den Ball klären hier. Fährt den Ball jetzt nach außen. Brotheradson rotiert sich zurück. Mono im Zweikampf. Jetzt Seppson muss den Ball dann nach außen fahren. Macht das auch. Der Ball kommt wieder gefährlich in die Mitte. Mono jetzt. Nein! Was war das? Was war das denn? Der Ball flippert hin und her. Jetzt Schuss und Mochi hält mal was. Was war das denn? Er hält was. Nachschuss von Brotheradson. Abgewehrt. Mouchi, jetzt fährt mit Ball nach draußen. Richtig. Mouchi, das ist Französisch. Jetzt endlich hat er den Namen richtig ausgesprochen. Jetzt vielleicht nochmal ein Pass in die Mitte, das war ganz schlecht. Übersteiger von Seppson. Da habe ich auch jetzt nimmt Mouchi Monö den Ball weg und deswegen kein Tor für Frankreich. Brotheradson fährt den Ball jetzt über die Außenbahn nach außen. Schön über die Wand gespielt. Wunderbar abgewehrt und jetzt wieder unnötige Fluganlage von Mouchi und deswegen kein Tor. Was kann ich dafür, dass Mono mich so gut überspielt hat? Monö versucht er jetzt wieder Angriffsspiel für die Franzosen. Jetzt der Ball tot in der Mitte. Monö fährt dahin, kontrolliert den Ball. Die Frankreicher bisher mit mehr Ballbesitz, aber die Isländer durchaus auch schon gefährlich. Seppson jetzt mit dem Ball nach vorne. Übersteiger von Seppson. Bisschen schlecht vielleicht. Jetzt Mono fährt den Ball wieder auf den linken Seite. Brotheradson kann bin halt klären. Ein Torwart. Mono jetzt vielleicht mit einem Schuss. Ja, der kommt mit Wucht und Tor für Island. Was? Nein, Quatsch, Tor für Frankreich. Was, ein Was war das denn? Yeah. Ja. 1-0 für Frankreich. Was war das denn? Bro, du fährst. Ja. Torschütze, Mono spielt. Was jetzt nochmal Mono nach vorne getragen. Keine Chance für Seppson im Tor. Wir bräuchten halt Torhaltson. Echt mal. Jetzt der Ball von Haltorson so rum. Von Moschi nach draußen gefahren. Seppson fährt rückwärts. Bro. Brotheradson, Entschuldigung, kann den Ball nach draußen fahren. Mono jetzt wieder schön angenommen. Brotheradson mit einem Schuss. Da steht Moschi. Abgewehrt, Brotheradson immer noch in der Offensive. Jetzt ist dabei eher gestoppt als geschossen. Mouchi überlupft Brotheradson. Seppson im Tor. Seppson kommt langsam aber sicher aus dem Haus raus und klärt den Ball vorübergehend. Mouchi mit einem Fehler. Seppson jetzt mit dem nächsten Angriff. Seppson spielt sich den Ball in die Mitte. Der ist schön abgewehrt von Mouchi. Bro lenkt den Ball noch weiter. Verlängert den Ball Richtung isisches Tor. Tor für Frankreich. Mouchi spielt gegen die Isen. Sehr schön angenommen da. Sehr schön weitergegeben. Beide Tore war Bro schuld. Beim ersten hat er mich angeschubst. Verlängert von Bro der Ball ins eigene Tor. Brotheradson, der Mouchi, der Isländer hier. Während Mouchi hier hinten bisher den Laden noch dicht hält. Jetzt Brotheradson dreht jetzt Connection Problems. Bei Frankreich, Mutter-Fehlfunktion. Wird nicht geduldet. Jetzt vielleicht lupfen muss er mit Gewalt. Da ist nicht Gewalt und ist nicht hoch genug. Lupf, Fehler von Mouchi.
Tor für Island! Nice, Bro, da hast du ja mal was gut gemacht wieder. Flamin! Broseratson, schön sich selbst den Ball vorgelegt. Moshi wieder mit einer unsinnigen Flugeinlage, anstatt einfach stehen zu bleiben. Fest? Ja. Moshi steht viel zu weit vorne, wenn der Ball jetzt gelockt kommt. Nein, schaffen sie nicht. Die Isen Sepson jetzt da auf dem linken Flügel. Monö steht, wartet gut, aber Bro steht auch gut. Broseratson fährt den Ball raus. Es leckt gerade. Es leckt gerade, meine Damen und Herren. Das ist schön, Hauptsache es regnet nicht. Jetzt Monö, jetzt ja, Le Pirouette von Monö. Alle beschweren sich hier gerade schon. Broseratson fährt den Ball da draußen. Jetzt Konterchance für Moshi, der ist zu weit links. Rechts. Ball ist da draußen gefahren. Gute Links-Rechts-Schwäche hier von Sepson. Sepson, Le Pirouette, ja. War schon ganz gut im Ansatz. Hat aber den Ball vergessen. Jetzt Bro. Oh. Bisschen weit hoch vielleicht. Moshi wieder mit Panik. Broseratson vielleicht noch mit dem Ausgleich vor der Halbzeit. Fehler, Moshi lupft. Moshi lupft. Bro steht noch da, kann abwehren für die Isen. Wir haben gerade die ganze Zeit Angst, dass Bro in dem zweiten Tor schießt. Was? Noch ist alles drin. Ein Schuss noch für die Franzosen vielleicht. Oh nein, Ball am Boden. 2:1 für Frankreich. Zweimal greift Broseratson daneben, einmal sogar ein Eigentor verlängert ins eigene Tor. Keine Glanzleistung von Broseratson in diesem Spiel. Aber Moshi kommt hier einigermaßen gut klar. Auch wenn er am Gegentor wieder maßgeblich beteiligt war. Ja, meine Damen und Herren. Das war Halbzeit 1. Spannend immer noch. 2:1 für Frankreich. Für die Isen ist noch alles drin. Vor allem Moshi hinten muss aufpassen, dass er nicht wieder fast drin. Scheiße, Gott. Jetzt, zweite Hälfte beginnt. Reden hier nochmal mit dem Trainer. Sprechen die Taktik ab. Find's gut, dass die Teams immer den gleichen Ping haben. Los! Oder fast immer. Monö fährt Richtung Ball. Broseratson versucht erstmal sich richtig hinzustellen. Monö jetzt wieder mit dem Ball nach vorne. Broseratson steht wieder daneben. Jetzt Chance für Frankreich, abgewehrt von Broseratson. Jetzt fährt Sepson nach vorne. Wird abgewehrt von Broseratson. Flanke jetzt vielleicht. Flanke! Gefährlich! Le Pirouette von Monö. Übersteiger von Moshi. Jetzt. Er hat mich zurückgesetzt. Kann er den Ball? Ja, der wird ausreden werden, dann gesucht beim französischen Team. Immer noch nur 2:1 für die Franzosen. Das ist ein gefährliches Pflaster, denn die Isen sind dafür bekannt, ein Tor zu machen. Jetzt, Bro, das Broseratson, das war nicht gut. Den muss jetzt Sepson da rausklären. Kann den Ball jetzt vielleicht. Moshi! Macht wieder Scheiße, versucht zu fliegen, anstatt einfach nur mal hinzufahren. Ich verstehe, dieses Hundegehirn nicht. Ja. Jetzt schöne Chance. Ich den von Broseratson. Moshi fährt jetzt da nach außen, kann den Ball ein bisschen klären. Broseratson überspielt den natürlich wieder mit Skill. Jetzt vielleicht, der Ball kommt nicht nach innen. Sepson bleibt im Tor, versucht noch nicht volle Offensive bei den Isen. Leckt. Ausrede bei den Italienern. Jetzt stehen beide falsch. Wir haben Italiener hier. Schön, der wird Körpereinsatz von Broseratson gegen Monö. Keine. Es leckt. Und das ist die Chance. Gut. Island, nein. Broseratson steht da ein bisschen zu weit weg. Jetzt vielleicht nochmal eine Flanke. Moshi wieder mit einem kleinen Wackler. Monö kann ausbessern. Jetzt schön. Ding hier. Und jetzt Schuss aufs Tor. Sepson hält den nicht, fährt dann nicht mal hin. Tor für Frankreich. Tor kann ich nicht so viel. Also, Tor kannst du nicht so viel. Du hast eben gesagt, du bist Torwart. Tor kann ich nichts. Das tut mir leid. Eben hast du vorne nicht gemacht, damit du sagst, ich bin Torwart. 3:1 für Frankreich. Ja, Torwart als sonst. Noch ist was drin. 3 Minuten 17 noch. Und die nächste Ball. Und. Tor für Frankreich. Bro, wow. Mann, ich wundere, dass das ist die Torwartkrankheit irgendwie. Komplett Aussetzer bei den Isen. Hält nix im Torson. Du fährst. Ja. Aussetzer von Lestreinson. Lestreinson. Jetzt versucht er den Ball. Jetzt wieder Broseratson. Flug. Ja, erwischt auch Moshi. Jetzt Moshi wieder mit der Chance zum Einschieben. Sepson klärt. Jetzt brauchen die Isen natürlich schon
4 Tore. So einfach machst du es nicht, okay? So einfach geht das für die Franzosen. Nein, so ohne einfach, mit dem Tor. Aber so einfach wie Mochi nicht. Ja, ich wollte ihn ja nur so reinkommen lassen. 5-1, ne? Island fällt auseinander. Ja, 5-1 ist richtig. 5-1. Was? Für Frankreich. Ja, Island fällt komplett auseinander hier. Warum, wissen wir nicht so genau. Jetzt vielleicht Brosseratz haben. Wenn sie das noch drehen, wäre ein Traum. Den hätte er vielleicht versuchen müssen zu blocken. Dann hätte er Moschi nur angelupft. Fehler von Sepson, Brosseratz und bessert aus. Ob das jetzt noch was hilft. Sie brauchen 4 Tore. Schöner Doppelschuss jetzt von den Isen. Mono spielt, eilt wieder nach außen. Brosseratz und das ist eine Schusschance. Und nein, ich dachte, Sepson kann da noch ein bisschen was anrichten. Aber Sepson ist in der Offensive nicht so. Der ist ja mehr Torwart. Schön ausgespielt jetzt von Moschi. Und abgewehrt! Nein, nicht abgewehrt! Tor für Frankreich! Geil, abgewehrt! Wieder das Eigentor von Bro! Was ist mit diesem Brosseratzon hier los? Weiß nicht. Der Eigentorson. Aber ich will Isländer sein, die Namen sind einfach zu geil. Halt, Thorsson! Schön überlupft jetzt von Moschi an Monö! Fluganlage, unnötige Fluganlage von Brosseratzon. Jetzt wieder die Frankreichianer haben das völlig im Griff hier. Nochmal jetzt mit dem Ball in die Mitte. Jetzt vielleicht Direktabnahme. Oh, was war das denn? Brosseratzon völlig von der Rolle. Frankreich jetzt nochmal mit dem Angriff. Moschi ist schon wieder in die Richtung des Angezügs. Und Moschi, schöner Pass auf Monö! Und der versaut. Ja, das war ein Rückpass. Rückpass aufs gegnerische Tor, meine Damen und Herren. Wunderschön, der Pass ist gar nicht so verkehrt. Ja, ich stehe aber kacke. Und jetzt konnte schon für Isen. Isen. Abgewehrt von Monö. Wir sind Isen. Wollte ich gerade sagen. Jetzt. Was war das? Fehler und Sepson. Bremst ja, auf. Das kann das Tor für Island sein! Tor für die Isen! Boah, Alter! Jetzt haben wir schon immerhin 6-2. Sieht gar nicht mehr so schlecht aus. Nur noch 4! Nur! Kriegen wir hin jetzt und nochmal 5 Anstoßtore haben wir gewonnen. Nur noch. Ist ja quasi logisch. Ist ja quasi nichts gewesen. Der Ball steht gut. Gewaltschuss von Seppjö! Leicht verzogen. Das kann da was werden. Der Ball kommt nochmal in die Mitte. Das garantiere ich Ihnen. Physikalisch ist das nämlich korrekt. Jetzt vielleicht Brosseratzon. Latte abgewehrt vom Kantholz. Übersteiger von Moschi. Le Pirouette von Brosseratzon. Übersteiger von Moschi. Jetzt Monö fährt den Ball jetzt nach draußen. Sepson versucht da irgendwie hinzukommen. Brosseratzon fährt zurück. Noch 40 Sekunden für 5. Mono. Nee, der kommt scheiße. Der kommt perfekt. Nee, jetzt. Und jetzt Anlauf, Brosseratzon abgewehrt von Monö. Kamera backt rum. Ball kommt, ja, komm, oh, der ist nochmal gut. Der kommt ganz gut in die Mitte. Ja, aber ist trotzdem noch zu schlecht für euch, ne? Moschi, ganz schlecht im Angriff hier. Brosseratzon jetzt nochmal mit der Flanke. Da steht allerdings nur Monö. Bremst den Ball da. Brosseratzon kann den Ball in Zweikampf gewinnen. Hat in Ballbesitz. Jetzt ganz schlecht abgelegt. Ganz schlecht abgelegt. Jetzt nochmal Monö mit einem Schuss. Und der ist nicht drin. Ja, drin ist er. Weg, ey. Brosseratzon geschlafen. Dann kommen einfach nochmal zwei andere hinterher. Das geht zwar nicht. Hast du die gerade rausgekriegt, oder? Geschlafen von Brosseratzon. Ja, da kann man auch nichts mehr machen. Da kann man eindeutig noch was machen. Sepp hat es gezeigt, Seppson. Und Anstoßtor auch noch für die Franzosen. Sauber. Jawohl! Alter. Zusammenbruch der Isen! Spielt Bro überhaupt noch? Ich bin vorher rückwärts gefahren. Bro, bist du AFK zufällig? Kann das sein? Ich glaube, Bro hat keine Lust. Anstoß. Die Isländer können nicht aufgeben. Jetzt noch Tor für... Nein! Und das Spiel geht damit aus. 8-1, glaube ich. Oder 8-2. Für Frankreich. Frankreich also im Halbfinale. Die Isen draußen. Hält nix, Son. Hält fast was, Son. Also draußen. Baguette, Croissant.
Chardonnay. Danke fürs Bordeaux. Zusehen. Brutto. Netto. Aldi. Und danke. Penny. Bis zum nächsten Mal. Rewe. Tschüss.